Ach, Mallorca. Ich könnte schon wieder in den Urlaub fahren. Geht's euch auch so? Wenn ihr euch ein bisschen Mallorca-Feeling auf den Tisch zaubern wollt, dann bleibt auf alle Fälle dran. Ich zeige euch, wie ihr wunderschöne Platzteller im mediterranen Look kreieren könnt. Wir starten als allererstes mit den Quasten, die wir später für unser Platzdeckchen brauchen. Dafür nehmt ihr euch am besten eine ganz normale Streichholzschachtel oder einen anderen festen Gegenstand, damit wir das Garn drum wickeln können. Legt euch das Garn um die Streichholzschachtel und wickelt ca. 15 Mal drumherum. Mit einem weiteren Stück Garn macht ihr eure Aufhängung. Steckt den Faden dafür einmal hier unten durch und fixiert das Ganze mit einem doppelten Knoten. Nun sucht ihr euch mit der Schere die Mitte und schneidet das Bündel gerade durch. Als nächstes verzieren wir die Quaste mit einer zweiten Garnfarbe. Dafür schneiden wir ca. 10 cm ab und bilden eine Schlaufe. Mit einem anderen Ende umwickeln wir die Quaste oben. Zum Schluss stecken wir das eine Ende durch die erste Schlaufe und ziehen an beiden Seiten, damit sich der Knoten verschließt und die Enden nicht sichtbar sind. Das nennt man Zauberknoten. Falls Enden überstehen und ungerade sind, könnt ihr sie jederzeit noch kürzen. So, meine Quasten sind jetzt fertig. Ich habe mir 8 Stück gemacht. Kommen wir nun zum Platzdeckchen. Dafür braucht ihr ein Stück Filz, eine Schablone, etwas Kordel und eine Heißklebepistole. Als erstes schneidet ihr euch mit Hilfe der Schablone das Filz zurecht, worauf das Kordelband geklebt wird. Wichtig ist hierbei jetzt, dass ihr von außen nach innen arbeitet, damit der Platzteller schon rund wird. Die 8 Quasten befestigt ihr in gleichen Abständen auf dem Filz und klebt die Kordel darüber. Vorsicht bei der Heißklebepistole. Setzt euch am besten einen Fingerhut auf. Das Platzdeckchen ist jetzt fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar dazu. Und wenn ihr noch weitere Bastelideen sucht, schaut doch gerne in meinen anderen Videos vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann!